brauchst gar nicht so zu gucken. Ab auf den Stepper. Hallo, Tanja. Ansgar weiß, dass du in der Schweiz bist. Der Kleine, der müsste gleich wieder Hunger kriegen. Ich habe einen knallharten Trainingsplan. Und wenn ich den nicht ganz genau einhalte, dann werde ich niemals in ein paar Wochen wieder Modelmaße haben. Na toll. Wird nichts gegen mich nahen. Weißt du das so genau? Du kannst Max nicht immer spontan irgendwo parken, bloß weil du ein paar Stunden Sport machen willst. Wenn du wirklich wieder zurück bist in deinen Beruf, dann musst du das gezielt angehen. Das ist ja wohl der Moment, in dem du mir ein Angebot machst, oder? Du händigst mir die belastenden Beweise gegen Tanja aus. Dir ist klar, was ich dafür will, oder? Ja, natürlich, aber 50% ist einfach zu viel. Du bekommst 20. Ich will 30%. 25. 30. Okay. Tanja behält 20% und den Posten als Geschäftsführerin. Keine Anklagen, keine Prozesse, keine weiteren Nachforschungen. Und im Gegenzug erhalten wir die Steuer-CD mit allen Informationen über Tanjas Ja, ja, ich hab's ja verstanden. Wahrscheinlich wirst du Tanja immer daran erinnern müssen, wie großzügig ich bin. 2 Millionen hinterzogene Steuern. Für 5 Jahre Einzelzimmer auf Staatskosten würde das locker reichen. Vielleicht. Vielleicht aber auch nicht. Wir werden es wohl nie erfahren. Aber allzu viel Dankbarkeit würde ich von Tanja jetzt auch nicht erwarten. Ah, Kevin Arnstein, darf ich Ihnen Ihre Jacke? Entschuldigung, ich wollte Sie nicht erschrecken. Ist mein Mann noch nicht da? Ja, wird auch. Sebastian, wo bist du? Ansgar hat recht. Die CD ist nirgendwo aufzutreiben. Ich habe nichts gefunden, nichts. Wenn der mich anzeigt, dann gehe ich in den Knast. Ich habe Angst. Ruf mich an, ja. Fehlt nur noch deine Unterschrift. Na schön. Ich akzeptiere, aber... Ist schon klar, du wirst natürlich nichts unversucht lassen, Tanja auch noch die restlichen Anteile abzunehmen. Ja, und ihr beiden Clowns werdet die nächsten 2 Jahre alles dafür tun, um meine Wiederwahl als Firmenchef zu verhindern. Nicht wahr? Es ist doch immer wieder eine Freude, Geschäfte mit dir zu machen. Wenn du mich jetzt entschuldigst, ich habe noch einen Termin. Wieder ein Mädchen. Oh, ist das herrlich. Hauptsache, er ist gesund. Sie. Sie ist gesund. Sag mal, haben wir eine Lupe da? Wieso? Aber da nichts erkennen kann. Wo sind die? Keine Ahnung. Mach dich mal nicht so dick hier. Du, ich bin dick. Hm? Siehst du, dass es ein Mädchen wird? Also, ich weiß nicht. Die machen Bilder vom Mars, da erkennt man jedes Sandkorn. Aber auf diesem Bild, da... Da sieht unser Baby aus wie eine Gurke. Was? Oder eine Schlechtwetterfront. Ich frage mich, wie die Ärztin da wirklich was erkennen will. Also Thomas, pass auf. Du hast noch ungefähr 4 Monate Zeit, ja? Um dich daran zu gewöhnen, dass es wieder kein Junge wird. So war das nicht gemeint. Ich freue mich ja, dass es ein Mädchen wird. Also, wie gut, dass du kein Politiker geworden bist. Lügen konntest du nämlich noch nie gut. Na,
Also aus medizinischer Sicht bist du höchst interessant. Man kann deinem Hirn wirklich bei der Arbeit zugucken. Du hast ja gesagt, ich brauche einen Masterplan, wer Maximilian übernimmt, wenn ich wieder arbeiten will. Ja, den brauchst du definitiv. Ich kann dich immer als Babysitter einstellen. Ohne dich hätte ich meinen Fitnessplan schon am ersten Tag wieder knicken können. Irgendwie muss ich doch bis zur Modenschau wieder in Form kommen. Ich dachte eigentlich, du hättest keine 5 Minuten ohne ihn aus. Das ist ja auch so. Am liebsten würde ich den ganzen Tag neben ihm im Bett liegen und ihn angucken. Aber neben Tanja wird sich jetzt wahrscheinlich auch Ansgar in alles einmischen. Du weißt, was das bedeutet? Bei LCL riecht das nach Schwefel. Nein, die haben eine Air Condition. Was ich meine ist, die beiden sind gnadenlos. Und wenn ich nicht die absoluten Traumasse habe, werden die mich niemals auf den Laufsteg lassen. Ja, also ich meine, diese absolute Großfamilie wie bei uns im Süden, die gibt's hier gar nicht. 3 Generationen unter einem Dach. Die Ältesten kümmern sich aufopferungsvoll um die Jüngsten. Na gut, aber man sagt ja, was früher die Großfamilie war, das sind jetzt Freunde. Ja. Kann ich zahlen, bitte? Oder eine WG. Das macht 3,20. Danke, stimmt. Möchtest du heute zum Abendessen kommen? Wo Ansgar dich rausgeschmissen hat? Ja, gern. Und viel Erfolg noch beim Entwickeln deines Masterplans. Ich glaube, den habe ich schon. Umso besser. Dann bis heute Abend. Ciao. Unbedingt. Denn ohne dich funktioniert das Ganze nicht. Augen schauen und ich dich verachte? Du überschreibst mir deine Anteile oder du kannst schon mal Nabucco hören. Gefangenenchor zur Einstimmung. Ja, was für eine nette Überraschung. Na, wie war es in Genf? Angenehme Reise gehabt? Offensichtlich nicht. Kaum zu glauben, aber dein Mann hat dich tatsächlich vermisst. Warst du schon bei ihm? Nein. Und was willst du? Dir einen Deal anbieten. Von einem Deal profitieren beide Parteien. Was kannst du mir denn bieten? Du bekommst meine 50%. Aber dafür bleib ich Geschäftsführerin bei LCL. Ich weiß nicht. Auf so einer Position sorgt ein Wechsel manchmal für frischen Wind. Ich hab sonst nichts mehr. Ich weiß. Und so stehst du jetzt vor mir. Wenn du mir deine Anteile an LCL nicht überschreibst, bringe ich dich in den Knast. Dann verlierst du alles. Deine Firma, deine Kinder, deine Familie. Alles. Du hast Angst. Habe ich recht?
Lass mir den Geschäftsführerposten, bitte. Du hast von einem Deal gesprochen. Was kannst du mir denn bieten? Ich meine, außer den 50%, die ich mir sowieso geholt hätte. Ich hab dich in der Hand, Tanja. Ich kann dir alles nehmen. Das muss doch schrecklich für dich sein. Ich gehe nicht in den Knast. Also, was bietest du? Luca, hast du meine Frau gesehen? Ach, Graf Nahnstein, guten Tag. Ja, ihre Frau war hier und hat einige Zeit auf sie gewartet. Und dann ist sie vor gut einer Stunde gegangen. Ach ja, wenn ich mir die Bemerkung erlauben darf, sie war nicht gerade in bester Stimmung. Das wird sich ja dann bald ändern. Danke, Luca. Viel Glück. Vier Töchter. Du bist eine Frau, du weißt gar nicht, was das für einen Mann bedeutet. Wieso eigentlich, hä? Ich geb's ja zu. Ich habe mich auf männliche Verstärkung gefreut. Mal gemeinsam durch den Wald streifen, am Auto schrauben, Fußball spielen. Also komm, Dana hat ja wohl immer Fußball mit dir gespielt. Ja, bis sie ihren ersten Freund hatte. Wie hieß der noch? Jürgen? Ja, zum Jürgen war der. Also mit einem Sohn wäre das sicher ganz anders. Also ich glaube, da hilft nur eins. Was? Aktivität? Was hältst du davon, wenn wir Danas altes Zimmer entrümpeln? Für unsere süße kleine Tochter. Möglich gemacht. Und dafür lade ich ihn heute Abend zum Essen ein. Und dich und Andi auch. Schön. Ist schön, das ist genial. Ja. So ein Essen, das machen wir auch viel zu selten. Eben. Und so eine WG, das ist doch eigentlich sowas wie eine große Familie. Ah! Ja, irgendwie. Ja. Alles in Ordnung mit dir? Ich habe den genialen Plan entworfen. Schieß los. Ah, das erzähle ich dir lieber heute Abend. Wie du meinst. Hast du sehr viel zu tun gerade? Ja, solange Hagen nicht da ist, muss ich das alles hier alleine stemmen. Oh, ich dachte eigentlich, dass Dana ausgezogen ist. Sie hat uns ihre alten Sachen sicher dagelassen, damit wir sie nicht allzu sehr vermissen. Ich frage mich ja schon, von wem sie dieses Sammlergehen hat. Wieso? Die Sachen im Keller, die brauche ich alle noch. Ja, klar. Deine Sammlung an Kanthölzern und Schrauben. Die alten Magazine. Was soll denn das? Das heißt ja, die alten Magazine, das sind meine Forstzeitschriften. Jahrgänge 78 bis 85 komplett. Da fehlt nicht eins. Da gucke ich auch noch rein. Also, wenn du mal gar nicht weißt, wie du das alles schaffen sollst, dann helfen zwei Sachen. Also einmal einen Zeitplan machen und Sachen deletieren. Delegieren.
Du hast doch so viele Arbeiter hier, die können dir doch mal ein paar Sachen abnehmen, oder? Ja, Hagen sagt auch immer, ich muss mehr delegieren. Siehst du? Dann hättest du vielleicht doch ein bisschen Zeit, um auf Max aufzupassen, nur so 2 Stunden. Ich muss ganz dringend einkaufen für das Essen und noch was dafür vorbereiten. Also gut. Danke, bis später. Bis später. Du bringst es aber schon noch in den Keller. Ja, natürlich. Und bitte heute noch. Ich hätte nämlich gern später ein begehbares Wohnzimmer. Ja, ist ja gut. Wieder deine Hormone? Oh. Frau Dr. Schöndahl. Wieso das? Ist es was Schlimmes? Ach so, ja. Von mir aus jetzt gleich. Ja, gut. Dann komme ich jetzt. Tschüss. Was ist denn los? Ich soll noch mal vorbeikommen. Wieso das denn? Sie hat irgendwas vergessen, eine Routineuntersuchung. Na gut. Na, dann geh du mal. Wenn du wiederkommst, ist das Zimmer fertig. Was lachst du denn da? Hey, weißt du eigentlich, wie die Jungs mich im Forst nennen? Hä? Wie denn? Den grünen Blitz. Keiner fällt die Bäume schneller als ich. Aber wetten? Mhm. Um was? Ein Essen im Schneiders und Kinokarten. Der Gewinner sucht den Film aus. Abgemacht. Mhm. Freu dich schon mal auf einen schönen Actionfilm. Ja, die Hoffnung stirbt zuletzt. Hm? Mach mal die Tür auf, bitte. Ja, ich muss noch meinen Mantel nehmen. Hier. Jo, bis dann. Bis dann. Bin gespannt. Ah, das war doch nett. Und ein bisschen Spaß hattest du auch. Das war nicht zu überhören. War's das? Ja, aber ich verrate dir noch gern, was du eben nebenbei verdient hast. Du behältst deinen Posten unbefristet. Und weil du gerade mit zu viel Elan rangegangen bist, lege ich noch 20% der Anteile von LCL drauf. Gib mir dein Wort. War mir ein Vergnügen. Trotzdem schade, dass du Sebastian mit mir betrogen hast. Einen loyaleren Ehemann wirst du nie finden. Ansgar, wenn du Sebastian davon erzählst... Das habe ich gar nicht vor. Ich will dir nur zu verstehen geben, dass du gar nicht so allein bist, wie du immer denkst. Komm zum Punkt. Ein fürsorglicher Ehemann hat ein bisschen besser gepokert als du. Er hat dir den Job und die 20% längst gesichert. Und das Beste daran ist, er musste nicht mal sein Höschen runterlassen. Something's happened lately. I feel my world go crazy. I won't be standing with my back against the wall. Took some time to make me understand, and maybe I realize this feeling's not so new at all. Da sind ja zwei meiner Lieblingstöchter. Nach Thai Curry riecht sie aber nicht. Gelernt ist gelernt. Nee, oder? Jetzt hat er das schon wieder. Also, ich muss in der Stunde bei LCL arbeiten, wenn es hier kein Essen gibt. Wollt ihr denn gar nicht wissen, worum es geht? Das sehen wir auch so. Tschüss. Ich dachte, ich habe eurer Mama versprochen, dass ich das Zimmer renoviere für eure kleine Schwester. Ihr kriegt ein Mädchen. Und ihr wollt doch ganz bestimmt, dass sich euer kleines Schwesterchen wohlfühlt bei uns, oder? Ja, klar. Und deshalb ist es auch eine total schlechte Idee, wenn wir beide helfen müssen. Bestimmt die letzte Renovierung ja nicht vergessen. Ja, und ich kenne mich definitiv nur mit meinem Make-up-Pinsel aus. Alles, was größer ist, Katastrophe. Tschüss. Halt! Zurückkommen. Frag doch Dana. Immerhin ist es ihr Zimmer. Dana ist im Gestüt eingespannt. Und ihr beide hattet schließlich Zeit zum Essen, also habt ihr auch Zeit zum Helfen, oder? Hm? Papa, das ist Nötigung. Sowas ist verboten. Bitte. Jetzt kommt schon. Ich habe mit Mama gewettet, dass ich das Zimmer fertig habe, bis sie wieder da ist. Wenn ich verliere, dann muss ich sie ins Kino einladen. Das ist okay, aber sie darf den Film aussuchen. Mit anderen Worten, du willst schummeln. Also, es sieht so aus, als würdest du wirklich unsere Hilfe brauchen, aber
die arme, schwangere Mama anlügen? Ja, ich weiß nicht, Kim, ob wir das unterstützen können. Ich wusste, dass ich auf euch zählen kann. Hallo, ich rufe im Auftrag von Dr. Mendes an. Dr. Ricardo Mendes, ja. Steht euch wirklich ganz hervorragend. Es ist mega heiß in dem Teil. Also, aufgepasst. Ich entrümpel das Zimmer und ihr geht nach oben und streicht. Alles klar? Wegtreten. Auf deine Verantwortung. Du wirst es bereuen. Ja. Wohl nicht so viel geschlafen. Die erste Nacht in der Wohnung. Ja, das kann man so sagen. Okay, kein Wort zu Mama und Papa. Wir haben gar keine Wohnung. Ja, wir wohnen jetzt erstmal im alten Bahnhof. Was ist los? Ja, wir wohnen jetzt erstmal im alten Bahnhof. Wieso das denn? Wo habt ihr denn den Wohnwagen her? Das ist eine lange Geschichte. Aber ihr hattet doch schon die mündliche Zusage für die Wohnung. Ja, genau. Ja, aber dann haben die das mit meinem Schufa-Eintrag mitbekommen. Wegen den ganzen Schulden vom Online-Shopping. Und Emilio ist ja offiziell arbeitslos und... Ach du Schande. Hm. Ach, deswegen liegt da euer ganzer Krempel noch. Ja, aber... Kim, warum sagst du denn nichts? Ihr habt doch hier noch euer Zimmer. Dass ich mir den ganzen Tag anhöre, ich hab's doch eh gesagt. Nee, danke. Naja. Ich hab's gesagt. Siehst du, Papa? Genau das meine ich. Aber das ist doch viel zu eng für euch beide da drin. Ja. Nein, es ist total romantisch und wir sind voll glücklich. Können wir jetzt malern gehen? Aber das ist keine Dauerlösung, oder? Nein, ist es nicht. Mit Töchter wird einem nie langweilig. Ich habe einen Wein mitgebracht. Super. Ich dachte, wir essen mit Dana und Andi zusammen. Jessie, wenn das wieder so ein Date werden soll. Ich will nichts von dir. Jedenfalls nicht das. Die anderen kommen auch noch. Was gibt's denn schön? Paella. Ja. Ja. Nee, Paella. Ja. Ricky, ich kann kochen, ehrlich. Aber eben nicht Paella. Aber dafür decke ich den Tisch. Ich wusste, dass da irgendwo ein Haken ist, wenn du mich zum Essen einlädst. Jetzt komm schon, das ist für einen guten Zweck. Okay, jetzt kann ich es ja sagen. Also, wir füttern alle durch, bis sie satt und zufrieden sind, dass sie mir keinen Wunsch mehr abschlagen können. Noch nicht mal Andi. Das ist also dein super mega Masterplan. Die anderen sollen dir die Tagesmutter machen. Wie in der Großfamilie eben. Irre, oder? Irre. Bist du ja. Ich versuche gerade zum x-ten Mal, dich zu erreichen. Du hast ja die ganze Zeit gesteckt. Ich... Tanja, ich wollte dich im Schneiders nicht versetzen. Ich hab im Fahrstuhl festgesessen. Du rätst nicht mit wem? Zusammen mit Ansgar. Nein, erzähl du erst mal. Dein Konto in der Schweiz, das hast du dann wohl dicht gemacht. Es tut mir leid, dass du in Genf nichts gegen Ansgar erreichen konntest.
Aber sind wir doch mal ehrlich, das war doch klar. Natürlich hat er dafür gesorgt, dass von dieser CD keine Duplikate mehr existieren. Und jetzt hast du Angst, dass du ins Gefängnis musst. Musst du aber nicht. Du behältst 20% von LCL, bist als Geschäftsführerin unkündbar und wir haben die CD. Echt? Gut, ich hatte jetzt auch keinen Sturm der Begeisterung erwartet. Aber ich finde, unter den gegebenen Umständen ist das so ziemlich das Beste, was rauszuholen war. Ja. Das ist wirklich toll. Das ist großartig. Ja. Tanja, ich weiß doch, wie sehr du an dieser Firma hängst. Und ich weiß auch, wie sehr du an deiner Unabhängigkeit hängst. Aber siehst doch mal so, jetzt musst du nicht ins Gefängnis. Sebastian, jetzt hör mir mal zu. Ist schon gut. Ich verstehe dich. Aber siehst doch mal so, jetzt hast du immerhin noch einen Fuß bei LCL in der Tür. Hier. Willst du eigentlich überhaupt nicht wissen, wie ich diesem Mistkerl den Vertrag aus den Rippen geleiert habe? Ich geh mich mal frisch machen. Der Flug und so. Riecht schon mal super lecker. Es kann auch gleich losgehen. Es gibt Paella. Gut, also Ricky hat das meiste. Eigentlich hat er alles gekocht. Aber ich habe eingekauft. Danke für deine Einladung. Gerne. Haut rein. Schmeckt schon mal richtig gut. Super lecker. Also, auf Jessica und Rika. Wenn du willst, kannst du bei uns einziehen. Danke. Jeden Tag hier kochen. Meine WG-Tage sind echt gezählt. Schade. So, jetzt bitte ich um eure Aufmerksamkeit, denn ich möchte euch den Mega Master Super Plan präsentieren. Das ist meine Flipchart, wa? Ja. Oh. Gut, da sind die Wochentage. Hier stehen wir alle. Jessica, was soll das werden? Das ist der Maxi-Betreuungswochenplan. Wenn ich jetzt in ein paar Wochen wieder arbeiten will, dann... Ja, Moment mal, aber das ist doch nur für die Modenschau, oder? Ja, eigentlich will ich dann schon mal gleich wieder richtig durchstarten. Was macht mein Name auf dieser Liste? Also, du hast mich jetzt da nicht ernsthaft eingetragen. Na, mach dir keine Sorge, es ist alles geregelt. Du kriegst ab jetzt im Krankenhaus nur noch die Spätschichten. Naja, und Andi, du, montags und mittwochs fängst du doch erst ab 12 an. Und deswegen habe ich dich da... Entschuldige mal, woher willst du denn wissen, wann ich arbeite? Ich habe deine Sekretärin gefragt, als ich den Flipchart geholt habe. Du hast doch nicht mehr alle Latten am Zaun. Papa? Ja? Was? Nichts. Was habt ihr angestellt? Meinst du, dass du die Farbe aus dem Teppich wieder rauskriegst? Oh nee. Ihr habt nicht rosa Farbe auf den Teppich gekleckert, oder? Mensch, ich hab doch gesagt, ihr sollt eine Folie drunter legen. Ja, aber das haben wir gemacht. Oh, die hat einfach nicht gehalten. Oh, bitte, wie kann man so blöd sein? Oh, womit habe ich das verdient? Wenn ich wüsste, dass ihr ein Brüderchen bekommt, dann wäre ich sicher, dass das Elend irgendwann ein Ende hat. Wir haben gesagt, auf deine Verantwortung. Dana, die kann sowas. Ja. Naja, vielleicht ist es doch besser, wenn du jetzt weiter streichst. Dein Schaf ist bestimmt die bessere Hilfe als mir. Ja, und wir können doch schon mal das Essen vom Thai-Imbiss holen, oder? Hm. Ja, komm, zischt ab. Meiner Firma an. Ich glaub's echt nicht.
Jessie, was denkst du dir dabei? Jetzt kommt erst mal wieder alle runter. Dann schnüffelst du auch noch bei meiner Sekretärin rum. Du hast den Schuss einfach nicht gehört. Du kannst nicht einfach im Krankenhaus anrufen, meine Dienstpläne erfragen und da drin rumfuschen. Ah, jetzt weiß ich auch, wie du das vorhin mit dem Delegieren gemeint hast. Hey, ich hab gedacht, das ist wie bei den Muskelmännern, alle Vereine. Du hast gedacht, dass du deine Arbeit auf uns abwälzen kannst. Na ja, klar, dass du keinen Bock hast auf dreckige Windeln. Außerdem heißt es Musketiere. Quatschig. Wenn ich jetzt in ein paar Wochen nicht wieder auf dem Laufsteg stehe, dann kann ich meine Karriere knicken. Karriere? Das ist einmal eine Kampagne und das ist eine Ewigkeit her. Jessica, du kannst nicht einfach irgendwelche Entscheidungen über unseren Kopf hinweg entscheiden. Das mache ich doch gar nicht. Wir reden doch gerade. Ja, jetzt, aber nachdem du mutwillig in unser Arbeits- und Privatleben eingegriffen hast. Das waren zwei klitzekleine Anrufe. Ich gebe dir gleich einen klitzekleinen Tritt in deinen Model-Hintern. Wieso stehst du eigentlich nicht auf dem Plan? Stimmt, jetzt, wo du sagst, wieso... Jessie. Also, ich weiß doch, wann ich Zeit habe. Außerdem muss ich erst mal schauen, was da so geht, weil ihr kennt doch Tanja. Ja, genau. Wie ich sage, du wolltest nur die Arbeit auf uns abwälzen, weil du keinen Bock hast auf deinen Sohn. Ich will das doch nur, damit ich einen Job habe, damit ich ihn versorgen kann, damit es meinem Sohn mal besser geht als mir früher. Wieso kapiert ihr das eigentlich alle nicht? Wenn du wirklich glaubst, dass mein Sohn mir egal ist, dann weiß ich nicht, warum du bei so einem kleinen Gehirn so einen großen Kopf hast. Weißt du was? Ich glaube, mein Gehirn hatte tatsächlich mal einen Aussetzer, als ich zugestimmt habe, dass du hier einziehen kannst. Du kannst mich nicht so einfach rausschmeißen. Und ob ich das kann, raus hier. Dann noch die Nummer 32 mit gebratenen Nudeln. Nee, 32. Alles klar. Gut, tschüss. Geschafft. Ja, und eure Mutter ist noch nicht zurück. Ohne eure Hilfe hätte ich das zweimal geschafft in der Zeit. Ey, du hast doch die Flecken aus dem Teppich wieder rausgekriegt. Alles gut. Ja, du bist einfach der beste Papa, den es gibt. Komm. Lass dich mal nicht. Oh. Wer recht hat, hat er recht. Meine Töchter. Habe ich euch schon gesagt, dass ihr rattenscharf aussieht? Kim, Marlene, wie seht ihr? Du hast geschummelt. Wieso? Hat irgendjemand gesagt, dass ich das alleine machen muss? Und da wunderst du dich, dass ich mit dir nicht mehr Mühle spiele, ja? Das heißt, Wette gewonnen? Das Zimmer ist übrigens nicht nur leer, sondern auch noch in deiner Lieblingsfarbe gestrichen. Rosa. Mhm. Im Baumarkt hatten die noch so ein Glitzerzeug zum an die Wand kleben, aber das waren wir dann doch ein bisschen drüber. Willst du mal sehen? Mhm. Och. Was ist los? Komm, guck sie an. Ihr Verräterin. Wir wollen uns alle nicht helfen, Maxi. Denk nicht, ich will dich abschieben. Dabei mache ich das alles nur für dich, hörst du? Ich hab dich nämlich ganz doll lieb und ich will nur, dass es dir gut geht. Du hättest die mal hören sollen. Dabei habe ich sie zu so einem tollen Essen eingeladen. Also lass mich noch mal zusammenfassen. Du spannst Dr. Mendez ein, um für deine Freunde zu kochen. Und deine Freunde kümmern sich dann alle um den kleinen Maximilian, während du wieder arbeitest. Das war dein Plan.
So wie du das sagst, klingt das total berechnend. Es ist total berechnend. Ich dachte, wenigstens du wärst auf meiner Seite. Ja, entschuldige, ich bin dein Onkel. Natürlich bin ich immer auf deiner Seite. Aber du willst deine Freunde für dich arbeiten lassen, ohne sie vorher zu fragen. Kein Wunder, dass sie verärgert sind. Andi hat mich einfach rausgeschmissen. Dana hat überhaupt nichts dazu gesagt. Dabei habe ich gedacht, dass wenigstens sie versteht, dass ich das nur für Maxi tue. Ich brauche den Job, damit ich Maxi versorgen kann und damit er es mal besser hat als ich früher. Aber ich will ihn nicht deshalb einfach abschieben zu fremden Leuten, so wie meine Eltern das gemacht haben, sondern ich will, dass er in einer richtigen Familie groß wird, wo alle füreinander da sind. Und eine WG ist doch sowas wie eine Familie, oder? Also dann gibt es nur eins. Du gehst zurück und redest mit ihm. Sag ihm genau das, was du mir gesagt hast. Wenn sie mir nicht helfen wollen? Wenn dir deine Freunde wichtig sind, dann gehst du hin und entschuldigst dich bei ihnen und klärst das. Sie werden das schon verstehen. Und wenn nicht? Jessica, du brauchst doch einfach nur ehrlich zu sein. Hm? Wie gefällt dir das Zimmer? Es ist ein Traum. Papa, kannst du noch die Sojasauce holen, bitte? Ja, ne? Schmeckt gar nicht mal so gut. Nee, ein bisschen Pilze drin. Es ist nur schade, dass die Arbeit ganz umsonst war. Wieso? Naja. Ich denke, du magst rosa Farbe. Ja, das schon, aber Frau Dr. Schöndahl hat doch eben noch mal einen Ultraschall gemacht. Da hat sich dann doch noch eine Kleinigkeit verändert. Das heißt? Es wird ein Junge. Nee. Du bekommst endlich deinen Sohn. Oh mein Gott! Ja! Yeah! Ja! Yeah! Ja! Yeah! Yeah! Juhu! Juhu! Ja! Ja, dann wollen wir mal. Bist du im Versöhnungsmodus? Tja, ich auch. Ich hätte ihr lieben gern einziehen können. Was, Ansgar? Nee, Ricardo. Bitte. Wir können Ricardo ja noch mal fragen, ob er Jessicas Zimmer haben will. Du kannst mein Zimmer nicht einfach weiter vermieten. Olli ist hier der Hauptmieter. Wenn Olli mitbekommt, wie du uns hier alle als Babysitter einteilst, dann bist du hier schneller draußen, als du das war gar nicht so gemeint sagen kannst. Tanja, du, wir sind schon fertig mit dem Essen, aber ich kann Frau Linse gern Bescheid geben. Nein, danke. Ich habe keinen Appetit. Wie schaffst du es eigentlich, nach so kurzer Zeit schon wieder so erholt auszusehen? Ich freue mich einfach, dass ich zu Hause bin bei dir und Emma. Hm, ich freue mich auch. Ach, was kann es Schöneres geben als ein liebendes Weib? Tja, schade, dass du nie in den Genuss kommen wirst, oder? Wie war denn deine Geschäftsreise? Sebastian hat erzählt, du hättest einen wichtigen Geschäftstermin gehabt. In Mailand, von dem ich gar nichts wusste. Man könnte Bücher füllen mit dem, was du nicht weißt. Ja. Und dabei bin ich nicht mal der Einzige hier. Königsbrunn ist so viel prickelnder, wenn du hier bist. Sebastian, was hältst du davon, wenn wir beide mal wieder verreisen? Nur du und ich, ha? Ja, gern. Wohin? Ein Kurztrip nach Mallorca. Ich hätte Lust auf ein bisschen Strand. Du meinst aber doch nicht etwa den Strand, an dem wir waren, nachdem wir uns getraut haben? Entschuldigt mich, aber ich möchte nur sehr ungern auf den Esstisch kotzen.
Mach dir keine Sorgen, mein Kleiner. Wir zwei schaffen das schon. Andere Mütter kriegen das auch organisiert. Auch wenn sie alleine sind. Jessica, darf ich reinkommen? Ich habe keine Zeit, ich muss packen. Bitte, ich will mal mit dir reden. Okay. Was will der denn hier? Ich hab doch gewusst, dass sie nicht packt. Andi? Hat das nicht so gemeint. Ach komm, sie hat ja wohl. Und mit Jessica weiß, dass sie übers Ziel hinausgeschossen ist. In einem hast du recht. Wir sind wirklich sowas wie eine Familie. Und das ändert auch nichts daran, dass wir uns mal streiten. Heißt das, ich muss nicht ausziehen und kann bleiben? Natürlich bleibst du. Von mir aus. Und was hältst du vom Kompromiss? Du arbeitest erstmal halbtags. Und ich gucke, dass ich wirklich mehr delegiere, damit ich den Kleinen öfters übernehmen kann. Echt jetzt? Da plant ihr mich aber nicht für einen. Ich hab's kapiert. Na komm schon, wenn Jessica nicht dabei wird, dir auch was fehlen. Wenn Jessica nicht mehr hier ist, fehlt mir das so sehr wie wenn meine Flöhe. Fritsche. Wie ein kühles Bier nach Feierabend. Elisabeth, was ist denn los mit dir? Ach, wahrscheinlich jetzt ihre dollen 5 Minuten. Wenigstens hast du diesmal niemanden geschlagen. Sie sind so ein Gott. Was denn, Elisabeth? Lass es raus, vielleicht geht's dir dann besser. Sie sind eine Heuchlerin. Sie sitzen da und spielen Sebastian vor, wie sehr sie ihn lieben. Natürlich liebe ich meinen Mann. Kannst du dich vielleicht einfach aus meiner Ehe raushalten? Ihre Ehe ist eine Farce. Elisabeth. Ach. Das reicht. Sebastian und die Kinder sind das Beste, was mir hier passiert ist. Das Beste? Dass ich nicht lache. Ich habe sie gesehen. Vorhin in der Bibliothek. Was hast du gesehen? Tja, deine Frau wird dir einiges erklären müssen. Was hat sie gesehen?